Hi, ich bin Jonas vom Recording Blog und heute geht es um die New York Kompression und was es damit auf sich hat. Also, los geht's. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording Blog. Und heute geht es um einen großen Begriff, New York Kompressionstrick. Was hat es damit auf sich? Der ein oder andere wird sagen, das habe ich ja schon mal gehört, ist das nicht eine ganz normale parallele Kompression, also wo eine Spur zu einer anderen Spur parallel komprimiert wird und dann dazu gemischt wird? Ja und ja, eigentlich ist es genau das. Es gibt nur zwei weitere Tipps, die man dabei noch beachten muss, damit es wirklich die Original New York Compression ist, von der so oft die Rede ist. Und ich bin ehrlich, ich habe mir diesen Trick auch nicht selber ausgedacht, sondern natürlich die Leute in New York und beobachtet hat das als erster, sagt er zumindest, und ich glaube der Legende einfach mal, Bobby Ovsinski. Und falls du Bobby Ovsinski nicht kennen solltest, Bobby ist ein Audioingenieur par excellence und nicht nur das, er hat auch ein super geiles Buch geschrieben und das habe ich hier gerade mal zurechtgelegt, das heißt Mischen wie die Profis. Ich habe hier die erste Auflage noch, aber es gibt es mittlerweile in der überarbeiteten zweiten Auflage vom Verlag GC Carstensen. Und das, was dieses Buch kostet, ich weiß es jetzt gar nicht genau, steht auch gar nicht hinten drauf, aber was dieses Buch kostet, ist jeden Cent wert. Denn Bobby hat hier alles reingeschrieben, was man wirklich wissen muss. Diese Bibel existiert schon seit Ewigkeiten und ich habe sie auch schon sehr lange und ich habe sie auch immer in Griffweite. Also wenn ich mal irgendwie ein bisschen stöbern will, mich inspirieren lassen will oder einfach mal eine Frage habe, schaue ich zuerst in dieses Buch rein und bin da meistens gut beraten. Bobby Ovsinski, wie gesagt, ein Papst im Audiobereich und dieses Buch ist unter anderem auch Grundlage für viele, viele Kurse gewesen, also für viele Leute, die das Mischen gelernt haben, empfiehlt sich auf jeden Fall. Und Bobby Ovsinski ist auch derjenige, der beobachtet hat, dass dieser Trick, den ich dir gleich in der Session zeige, dass der hauptsächlich von Ingenieuren, also Audioingenieuren in New York benutzt wurde, dass also hauptsächlich da die Ingenieure genau alle diesen einen Trick gemacht hat und hat dann diesen Begriff geprägt, die New York Compression. Falls das falsch sein sollte und du die bessere Geschichte weißt, entweder ausgedacht oder tatsächlich die echte Geschichte, dann schreib sie mir unten in die Kommentare rein, weil dann lerne ich auch nochmal was. Also mein Kenntnisstand ist auf jeden Fall, dass es von Bobby kommt. Unabhängig davon ist es aber sowieso geil, Bobby zu kennen, denn wie gesagt, dieses Buch ist wirklich Gold wert und sollte immer in Griffweite liegen. Wir schauen jetzt gleich in die Session rein, was es mit der Parallelkompression auf sich hat beim New York Kompressionstrick und vor allem, was der New York Faktor bei der ganzen Geschichte ist. Das sind nämlich zwei Sachen, die man nochmal extra beachten kann. Das zeige ich dir gleich in der Session. Ich bedanke mich übrigens an dieser Stelle bei Peter Dauer für die Spuren, der mir die zur Verfügung gestellt hat. Ich sollte eigentlich nur ein bisschen mit seinen Drumspuren, die er so testweise aufgenommen hat, ein bisschen rumexperimentieren. Aber dann habe ich ihn gefragt, ob ich das nutzen kann für dieses Video und auch für das nächste Woche, nämlich das glaube ich. Deswegen vielen Dank, Peter, für die Spuren und wir schauen jetzt mal in die Session. Verpasst danach nicht die Frage der Woche, denn da geht es heute um sage und schreibe drei Fragen. Also drei Fragen in einer quasi nicht verpassen. Jetzt gehen wir aber erstmal in die Session. Also los geht's. So, dann sind wir schon in der Session und hören wir erstmal rein, was der Peter uns geschickt hat hier. Normales Schlagzeug, ich habe es einfach nur grob angemischt, das heißt, ich habe hier nicht viel gemacht, ich habe mit ein paar Equalizern hier ein bisschen rumgeshaped, kann man hier auch sehen, wenn ich hier durchgehe, sind ein paar Equalizer hier, bei der Snare, beim Overhead habe ich ein kleines bisschen mehr nachgeholfen und hier ansonsten nur mit Equalizern gearbeitet und das war es im Prinzip schon. Rudimentär Bearbeitung, weil den Rest vom Song kenne ich noch nicht, das heißt, ich habe das Schlagzeug jetzt nur grob zusammengeschoben und dann komplett auf einen Bus geschoben und zwar hier auf den Drum-Komplettbus, diesen hier. Und auf dem Drum-Komplettbus kommt das komplette Schlagzeug quasi als ein Instrument an. Das heißt, ich habe das komplette Schlagzeug auf diesem Bus liegen und kann das dann komplett nochmal bearbeiten. Der Vorteil ist aber auch, dass ich das komplette Schlagzeug hier auf einem Bus liegen habe, ist, dass ich das parallel auf einen weiteren Bus schicken kann. Das komplette Schlagzeug als ein Instrument auf einen weiteren Bus schicken. Und das ist die Parallelbearbeitung, die wir für den New York Compression Trick auch brauchen. Denn wie ich es ja schon gesagt habe, eigentlich ist es nur in Anführungszeichen eine Parallelbearbeitung, aber mit ein paar Finessen. Also schauen wir erstmal, dass wir das Signal, ich kreiere hier in Logic mal einen Bus, nehmen wir mal Bus Nummer 3, das ist hier ganz einfach und klicke dann hier mit gehaltener Alt-Taste nochmal auf den Regler hier, dann springt er sofort auf 0 und schickt das Signal rüber auf AUX 4, der jetzt hier rechts erstellt wurde, den nennen wir mal New York Compression Bus. So passend und kleiden den noch in die rote Farbe hier rein, zack, damit der auch zum Schlagzeug dazugehört. So viel zur Organisation. Jetzt haben wir also das gleiche Signal hier nochmal auf diesem Bus hier liegen. Wenn ich den jetzt auf Solo schalte, hören wir Schlagzeug. Und zwar das gleiche, nur ein bisschen leiser als hier auf dem New York Bus. Warum es leiser ist, weiß ich glaube ich gar nicht so richtig. Wo steht er denn hier?
auf 0. Naja, ist ein bisschen leiser, ist ja auch Wumpe, ist nicht wichtig für diesen Trick. Auf jeden Fall ist es das gleiche Signal und das können wir jetzt parallel bearbeiten und laden hier jetzt einfach mal einen Kompressor rein. Ich nehme den Standardkompressor, der bei Logic mitgeliefert ist und entscheide mich hier für die dem Focusrite Red nachempfundene rote Studio-Variante. Den mag ich sehr gerne. Ich nutze aber auch ganz oft den Platinum Digital, den Standardkompressor, der schon als erstes vorgewählt ist. Man kann hier eine ganze Menge verschiedene Sachen durchklicken und auch ausprobieren. Optokompressoren, alte Vintage Fett hier, den L76. Ich mag den Red halt sehr gerne. Man kann es auch mit dem L76 machen, aber ich nehme jetzt mal den roten hier. Du kannst ja auch mal ausprobieren, welcher Kompressor für dich am besten funktioniert. Das Prinzip ist ja das gleiche. Wir bearbeiten jetzt mit einem Kompressor die parallele Spur volle Pulle. Das heißt, wir lassen die komplette Drumspur im Original unbearbeitet, also zumindest was hier starke Kompression angeht, unbearbeitet und schicken das ganze Signal zum Starkkomprimieren auf den parallelen Bus und auf diesem Bus stellen wir jetzt den Kompressor wirklich mal so ein, dass er heftig komprimiert. Dazu stelle ich die beiden Autoparameter hier erstmal aus, die hier auf der rechten Seite sind und fangen wir einfach mal an mit den richtigen Einstellungen. Also, man braucht auf jeden Fall für eine starke Kompression eine hohe Ratio. Wir nehmen mal 10 zu 1, schon mal heftig, ne? Das heißt, wenn 10 dB reinkommen in den Kompressor, kommt nur noch 1 dB raus, nachdem der gearbeitet hat. Das ist schon heftig. Dann stellen wir die Attack-Zeit auf sehr schnell. Das heißt, er soll hier auf dem Parallelbus auch die Transienten der Signale mitnehmen. Das heißt, auf dem normalen Bus haben wir das unbearbeitete Signal mit starken Transienten beim Schlagzeug eben. Und hier soll bei erstem Signal, beim Eintreffen des Signals sofort komprimiert werden. Das heißt, der Transient wird vorne schon stark geschliffen und erlaubt uns dann, das Signal dann auch stark zu komprimieren. Die Release-Zeit stelle ich auf relativ langsam, irgendwo zwischen 500 und 1000 Millisekunden, also zwischen einer halben und einer ganzen Sekunde musst du mal tüfteln. Ich stelle hier einfach mal die goldene Mitte ein, erstmal so als Startpunkt, 750 Millisekunden, schön langsam, damit der nicht zu hysterisch reagiert und schön langsam einigermaßen komprimieren kann. Und jetzt hören wir uns einfach mal direkt an, Solo, was passiert ist. Mit diesem stark eingestellten Kompressor sollte das Signal ja schon wirklich deutlich zerstört klingen. Ja, noch nicht wirklich, also drehen wir den Threshold jetzt mal runter, bis es wirklich stark komprimiert. Irgendwo zwischen minus 10 und minus 20 dB soll er komprimieren. Also los geht's. So. Ne? Und die starken Transienten treten jetzt in den Hintergrund und in den Vordergrund treten die leiseren Anteile des Signals. Und ich komprimiere jetzt hier so um die 10 dB, 12, die hole ich mal mit dem Make-up-Gain wieder auf. Und dann höre ich mal auf mit dem Labern, damit du auch hören kannst, was hier passiert. Achte mal drauf, die leisen Anteile, die normalerweise im Schlagzeug drin sind, also Ausklang der Trommeln, der Raum, Ausklang der Becken und so weiter, die kommen jetzt deutlich mehr nach vorne und die lauten Anteile im Schlagzeug werden deutlich reduziert und komprimiert. Also, ich mache den mal aus und dann nochmal an. Unbearbeitet. Und bearbeitet. Ja, also deutlich komprimiert. Das Signal kann man jetzt so eigentlich nicht mehr für gut nehmen, zumindest nicht alleine. Und jetzt machen wir den Trick, der dazugehört, zur Parallelbearbeitung. Wir schieben den jetzt mal nach Geschmack dazu. Also, Drum steht hier auf 0. Und jetzt regeln wir hier einfach mit dem New York Compression Bus einfach mal nach Geschmack das Signal, das zerstörte Signal dazu. Und los geht's. Mach's mal aus. Wieder an. Ja, eindeutig. Also das Signal klingt sofort größer, fetter, insgesamt deutlich räumlicher. Es kriegt einfach mehr Energie und dementsprechend haben wir dann mit dieser Parallelbearbeitung, mit dieser klassischen Parallelbearbeitung schon einiges erreicht. Jetzt kommen wir aber zu der Spezialität, die der New York Compression Trick eigentlich auch noch bedarf. Denn in New York wurde dann nach dem Kompressor hier immer noch ein Equalizer geladen. Den laden wir mal hier rein, den Standard Equalizer. Und dieser Equalizer wurde grob so eingestellt, dass man hier mit einem Low Shelf hier einfach mal so bei, sagen wir, bis maximal 100 Hertz angehoben hat. Und zwar um 3 dB und ich habe jetzt hier eine relativ normale Qualität hier eingestellt. Das heißt, hier hebt er im Bassbereich ein bisschen an und im Höhenbereich hier mit einem High Shelf, den stelle ich mal bei 10 kHz ein, hier,
Ne? Das ist der High Shelf. Und bei 10 kHz ist der eingestellt. Da heben wir auch 3 dB an, sodass die Kurve jetzt hier so wie folgt aussieht. Man hebt hier im Höhenbereich ein bisschen an, man hebt im Bassbereich ein bisschen an und dadurch kriegt das Drumset dann noch mehr Energie. Ich mache den mal aus. Den haben wir jetzt einfach so eingestellt und dann schalte ich ihn nochmal dazu. Wir haben die New York Compression ja schon dazu gemischt und jetzt machen wir mal den Equalizer dazu. Es ist subtil, aber es kriegt nochmal ein bisschen mehr Wumms unten rum und es kriegt nochmal ein bisschen mehr Spitze oben rum. Das heißt, es ist noch mal ein bisschen, hat nochmal ein bisschen mehr Energie bei der ganzen Geschichte. Zweiter Teil dieser New York Kompressionsmethode ist, den kann ich dir jetzt hier leider nicht anbieten, dass man, wenn man diese Bearbeitung vorgenommen hat, den Drahtbass auch nochmal auf diesen Parallelbus geschickt hat. Also den Bass, ich spreche mal von Drahtbass, das ist für mich eine Bassgitarre mit echten Drahtseiten. Das heißt, wenn du deinen Song fertig hast, du machst die New York Compression Methode auf dein Schlagzeug, dann schickst du den Bass auch nochmal auf diesen Parallelkompressionsbus, weil dann gibt es da auch nochmal eine Variante, um da nochmal die Rhythmusgruppe noch mehr zusammenzuglühen. Und das ist der eigentliche, der, wie sagte Bobby Ovsinski, the real New York Compression Trick, also der echte, so wie er in New York gemacht wurde. Und wenn Bobby das sagt, dann glaube ich ihm das auf jeden Fall. Jetzt gibt es noch einen kleinen Hinweis meinerseits. Auch cool ist, wenn du die Bassdrums runternimmst von der New York Compression. Das heißt, ich würde hier mal die nicht auf den Hauptbus schicken, sondern auf den Stereobus, auf den Stereoausgang. Das heißt, ich schicke die Bassdrums jetzt nicht auf den Drum-Komplettbus und nehme sie damit raus aus der New York-Kompression. Falls dir das zu kompliziert sein sollte. Ich hoffe, das ist nicht zu kompliziert. Aber wie gesagt, ich habe jetzt das komplette Schlagzeug nach wie vor auf dem Drumbus drauf, aber ich nehme jetzt die Bassdrums raus, denn die Bassdrums mit ihrer tiefen Energie triggern den Kompressor nochmal stark an. Das heißt, wir nehmen jetzt mal die Bassdrums raus und gucken mal, wie das jetzt klingt. Ich schalte sie mal zurück auf den Bus. Wummert stark unten rum, ne? Die Bassdrums werden ja auch stark komprimiert. Jetzt schicke ich sie wieder auf den Stereobus und kann jetzt die New York Compression noch ein bisschen mehr reinfahren. Mach sie mal aus. Normales Schlagzeug, mach sie an. Yeah, das war die Jonas-Methode, New York Compression Trick 2.0, nennen wir es einfach mal so. Also ich hoffe, das war nicht zu viel Information. Du kannst es auch nochmal nachlesen in meinem Blog, da habe ich es nochmal beschrieben, wie es genau geht. Unter recordingblog.com findest du alle Informationen. Aber jetzt nach so viel Praxis gehen wir mal wieder rüber und schauen uns mal die Frage der Woche an. Also los geht's. Ja, super Trick auf jeden Fall, um richtig Energie in die Rhythmusgruppe reinzukriegen. Die New York Kompressionsmethode oder einfach Parallelkompression mit ein paar Tweaks. Kommen wir zur Frage der Woche und die kommt heute von Gerrit. Und Gerrit schreibt, hallo, moin Jonas, deine Videos sind echt klasse und ich lerne sehr viel von dir. Ich habe noch 1, 2, 3 Fragen. Was macht ein Expander? Und ist der Limiter das letzte Plugin oder kommt danach noch ein EQ oder so? Und ich habe noch kein Video von dir gefunden, was das Thema Mastering tiefgründiger erklärt. Machst du das selber oder lässt du das woanders mastern? Danke dir. Grüße, Gerrit. Sehr gerne, Gerrit. Vielen Dank auch für die lobenden Worte. Die gehen mir immer runter wie Öl. Da freue ich mich immer drüber. Aber kommen wir zu deinen Fragen. Als erstes der Expander. Ein Expander ist im Prinzip das Gegenteil von einem Kompressor. Ein Kompressor ist ja ein Plugin oder ein Gerät, das die Dynamik, also die Stelle zwischen der leisesten und der lautesten Stelle in diesem Signal verringert. Die Dynamik wird komprimiert, also das ganze Signal wird komprimiert, die Dynamik wird geringer und dementsprechend wird das Ganze komprimiert. Der Expander macht das Umgekehrte. Das heißt, der Expander sorgt dafür, dass zwischen der lautesten und der leisesten Stelle im Signal, dass der Unterschied dazwischen größer wird. Sagen wir mal, du hast eine Spur mit einer Trommel drauf und der Schlag ist das lauteste und dahinter gibt es jede Menge, was das Mikrofon noch so aufgenommen hat. Dann sorgt der Expander dafür, dass der Schlag noch ein bisschen lauter wird oder dass das Gerumpel, was da drunter liegt, etwas leiser gemacht wird. Es gibt nämlich zwei Arten von Expandern, einmal den Downward und einmal den Upward Expander. Der Downward sorgt dafür, dass alles oberhalb eines Thresholds einfach durchgelassen wird und alles darunter leiser gemacht wird und der Upward funktioniert umgekehrt. Das heißt, der macht alle Peaks macht er lauter und belässt den Geräuschpegel auf dem gleichen Level. Das Ergebnis ist ungefähr das gleiche. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich einen Expander
eigentlich noch nie genutzt hat. Man kann ihn super benutzen, um zum Beispiel bei Trommeln, wie gesagt, den Abstand zwischen Nutzsignal, also dem Trommelschlag und dem Gerumpel, was da drunter liegt, so zu vergrößern, um vielleicht das Gate ein bisschen sauberer anzusteuern. Aber so explizit damit auseinandergesetzt habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht. Die Technik ist mir bekannt, das Prinzip auch, aber benutzt habe ich ihn eigentlich noch nicht. Vielleicht sollte ich da mal ein Video zu machen, ob das wirklich sinnvoll ist bei der Drumbearbeitung mit Noise Gates oder nicht. Falls du da Interesse dran hast, schreib es mal unten runter, dann nehme ich es mit auf die Liste und schau mal, ob ich dazu ein Video machen kann. Zweite Frage war zum Thema Limiter, das letzte Plugin in der Kette. Ja, tatsächlich, der Limiter sollte immer das letzte Plugin in der Kette sein, zumindest das letzte klangbeeinflussende Plugin. Bei mir im Masterbus ist der Limiter immer das letzte Signal, damit mache ich das Signal dann lauter und bringe es ungefähr auf vergleichbares Level zu den Songs, die im Radio laufen. Wenn du danach, nach dem Limiter, noch ein klangbeeinflussendes Tool nehmen würdest, sagen wir mal einen Equalizer. Ich benutze den Limiter ja, um einen gewissen Pegel einzustellen, den ich auch nicht überschreite. Minus 1 dB stelle ich normalerweise ein. Das heißt, wenn kleinere Peaks noch durch den Limiter durchkommen, dann kommen sie nicht an die 0 dB-Grenze, denn alles oberhalb der 0 dB-Grenze digital gibt es nicht. Das heißt, alles bei 0 dB wird abgeschnitten und wird verzerrt. Wenn du jetzt also beim Limiter minus 1 dB einstellst, dann kommt der Song schön mit minus 1 dB Maximalpeak raus aus dem Limiter. Und wenn du danach noch ein klangbeeinflussendes Plugin nutzen würdest, sagen wir mal einen Equalizer, und du boostest noch irgendeine Frequenz, dann würdest du definitiv deinen Song übersteuern, digital übersteuern, dann verzerrt er und dann klingt er nicht mehr so ganz toll. Also denk dran, der Limiter ist immer das letzte Plugin in der Kette, zumindest das letzte klangbeeinflussende. Dahinter kannst du noch ein Metering-Tool wie zum Beispiel den Julian nehmen, zu dem ich schon mal ein Video gemacht habe. Falls du das verpasst haben solltest, kann ich dir mal einen Link hier oben einblenden, kannst du mal reinklicken. Aber wie gesagt, der Limiter ist das letzte klangbeeinflussende Plugin. Dritte Frage war Mastering. Oh ja, Mastering ist eine sehr intensive Frage, die ich ganz oft gefragt werde. Masterst du deine Songs selber oder lässt du es machen? Ich bin ganz ehrlich, ich lasse meine Songs seltenst mastern. Ich spreche jetzt von meinen Songs, ne? Nicht von Leuten, die auf mich zukommen und meine Songs von mir mischen lassen wollen. Das kann man auch machen, aber nein, ich rede von meinen eigenen Songs. Das liegt einfach daran, dass ich A, erstmal so mische, wie es mir am besten gefällt. B, aber auch davon überzeugt bin, dass ich bisher noch nicht den Welthit geschrieben habe, der es wirklich verdient hätte, irgendwie 50 oder 100 Euro für ein vernünftiges Mastering in die Hand zu nehmen, um zu sagen, so, das ist jetzt das Ding, damit werde ich die Charts stürmen. Ich bin bestimmt kein schlechter Songwriter und ich bin bestimmt auch kein schlechter Produzent und ich mache das auch alles ganz gut und ich fühle mich in meinem Rahmen mit meinen Songs auch immer sehr wohl, aber ich habe tatsächlich noch nicht das Gefühl gehabt, dass ich wirklich einen Song zu einem professionellen Mastering geben muss. Im Idealfall ist es ja so, dass man seinen Song so gut gemixt beim Mastern abgibt, dass der im Prinzip nur noch dafür sorgt, dass Kleinigkeiten ausgebügelt werden, aber der Sound an sich stehen bleibt und es nur noch lauter gemacht wird, ne? Aber dass ich mir jetzt persönlich anmaßen würde, die Kunst des Masterns zu erfüllen oder zu beherrschen oder so, auf keinen Fall. Erstens gibt es dafür ausgebildete Leute und die sind nicht ohne Grund ausgebildet. Zweitens haben diese Leute akustisch eingemessene Räume bis ins kleinste Audio-Equipment, was man überhaupt nicht bezahlen kann. Und vor allem können die das bedienen, dieses Audio-Equipment. Die haben geschulte Ohren, die haben Analyse-Tools und die wissen wirklich, das ist eine Kunst, ein Handwerk, was man wirklich intensivst lernen muss. Genau wie mischen oder Musik machen oder Songs schreiben oder sonst was irgendwie. So ist Mastern im Prinzip auch eine Kunst. Und das würde ich nie mir nicht anmaßen. Da habe ich mich noch nie mit auseinandergesetzt, das intensiv zu betreiben und würde das, wenn ich den Welthit schreibe, auf jeden Fall immer jemand anderes machen lassen. Alleine schon aus dem Grund, damit nochmal ein Dritter mit frischen Ohren drauf hört und mir sagt, ob ich wirklich totalen Mist gebaut habe oder ob ich wirklich auf dem richtigen Wege bin. Also, Mastern. Es gibt von mir ein Video zum Thema Mastering Light. Ja, da zeige ich, wie ich meine Master-Bus-Kette habe, welche Plugins ich darin benutze in der Regel. Falls du das noch nicht gesehen haben solltest, kannst du ja hier mal klicken. Vielleicht hilft dir das ja auf jeden Fall. Das hat aber nichts mit Mastering zu tun. Ich habe das Mastering Light genannt, weil es zumindest so eine kleine Klangformung ist und den Song halt auf Lautstärke kriegt. Das ist es. Also Mastering, ich bin da ganz pingelig und würde mir niemals anmaßen, diese Kunst mein eigen zu nennen. Es gibt auch Audio-Software, die das vorgaukelt, die das automatisch macht. Es gibt auch mit Lender eine Homepage zum Beispiel oder diverse Dienste, die das automatisch anbieten. Aber ich würde nie davon ausgehen, dass so ein automatisches Tool auch nur annähernd so gut mastern kann wie ein echter Mensch, der das gelernt hat und so weiter. Also, wenn ihr mastern wollt, dann nehmt ein bisschen Geld in die Hand, fördert die Mastering-Industrie, fördert die Mastering Ingenieure, gebt ihnen das Geld, lasst eure Songs da professionell mastern. Und falls nicht jeder Song gemastert wird, so what? Ja, wenn euch der Sound gefällt, dann ist es auf jeden Fall okay. So viel zum Thema Mastering. Damit bin ich auch schon fast am Ende. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dann nächste Woche wiedersehen, auf jeden Fall zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Falls dir dieser Kanal gefallen sollte und du ihn noch nicht abonniert haben solltest, kannst du dann zack,
zu schnell geredet. Zunge verschluckt. Nein, falls dir dieser Kanal gefällt, dann drück doch auf Abonnieren, vergiss die Glocke daneben nicht, dann verpasst du auch nicht, falls ich mal einen Livestream wieder mache oder falls ein neues Video rauskommt. Und ich würde mich dann freuen, wenn wir uns dann nächste Woche wiedersehen, wieder mit den Spuren von Peter, dann zeige ich einen anderen coolen Trick zur Snare, aber das schauen wir uns dann nächste Woche an. Bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste, mach's gut und Yassou.